Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Wir sind in Amerika und wir haben hier unser Walander, der immer noch nichts geworden ist, leider. Wir verkaufen das Fohlen und dann probiere ich nochmal einen neuen Versuch. Vielleicht habe ich ja dieses Mal ein bisschen mehr Glück. Schaue ich mal hier. Wo ist denn die Stute? Ach, hier. Die Vanessa. So, immer noch 19%. Und es wird wieder mal nix. Natürlich. Es möchte nichts werden. Das ist so ein einfaches Pferd, aber es wird einfach nichts. Aber ich kann hier ja nochmal eben die Sachen einsammeln. Und Neues anbauen, würde ich sagen, oder? Weiß gar nicht, was ich eigentlich hier genau brauche. Ich nehme einfach mal irgendwas. So, Gras weiß ich gar nicht. Gras brauche ich, glaube ich, gar nicht. Ein bisschen Soja, glaube ich, noch ein bisschen. Bisschen. So. Wieso geht das nicht? Jetzt. So. Und das und ein paar Möhrchen vielleicht noch. Ich weiß es auch nicht. Mach ich einfach mal. Wenn es denn dann funktioniert. Irgendwie möchte das ja immer nicht so, wie ich das gerne möchte. So, denn die Weide sieht ja auch ganz klasse aus. Wollen wir das nochmal eben einsammeln hier? Dann ist es weg. Aber das muss ich sagen, das geht auf dem Handy wesentlich schneller und einfacher, als wie hier mit der Maus immer ganz genau auf diese ollen Hügel zu treffen. So. Meine Güte. So, das haben wir. Dann nochmal einmal Münzen einsammeln. 69.000, das wird auch immer weniger. Da muss ich nochmal nachgucken, dass ich eventuell mal ein paar andere Pferde rausstelle. Und dann ist mir tatsächlich, ich glaube, am Freitagabend geglückt, das Feenpferd, wollte ich gerade sagen. Nee, nicht das Feenpferd, sondern die Lady auf Stufe 3 zu bringen. Nach unzähligen Zuchtversuchen habe ich es endlich geschafft. Und wir haben ein Hengstchen, den Derby. Mit dem Namen müssen wir nochmal gucken, ob wir uns da nochmal etwas anderes einfallen lassen. Jedenfalls bin ich froh, dass das geklappt hat. Oh, die Scheune ist voll. Okay, das ist schlecht. Dann müssen wir erst noch was verkaufen, bevor ich hier irgendwas Neues einsammeln kann. Ja, was können wir denn überhaupt verkaufen? Hiervon können wir verkaufen. Da kriegen wir nämlich gleich neue wieder. Aber ja. Dann war es das auch hier. Och, du meine Güte, so viel Wasser. Dann mache ich einmal. Wie viel Wasser braucht man denn dafür immer? Fünf. Okay. Dann könnten wir hier ja auch immer komplett alle anbauen. Guck mal. Und dann haben wir nämlich auch wieder genügend Platz. Aber wir können auch mal dieses hier anbauen und das andere dann auch noch mal demnächst. Genau. So, und dann machen wir Neues. Oh, meine Nase läuft schon wieder. Ich habe auch manchmal das Gefühl, ich bin eigentlich fast das ganze Jahr über immer erkältet, beziehungsweise habe andauernde Schnoddernase. Es ist so ein bisschen sehr nervig. Denke, das liegt aber auch einfach daran, ich habe eigentlich auch eine Tierhaarallergie, beziehungsweise hauptsächlich auf Katzen und auf bestimmte Hundehaare. Und ja, da wir unsere Katze aber schon ein paar Jährchen haben, mache ich die natürlich auch nicht wieder weggeben. Und ja, ich denke mal, das hängt damit auch so ein bisschen zusammen. Aber ja, nun möchte ich die Katze aber trotzdem behalten. Ich will sie jetzt nicht einfach wieder weggeben. Bei unserer eigenen Katze finde ich, also ich kann die auch anfassen und ich kann sie, kann auch mit,
Knuddeln und sowas alles, da ist überhaupt gar nichts los. Noch mehr Probleme habe ich eigentlich eher bei fremden Katzen. Bei unserer eigenen geht das eigentlich. Vor allen Dingen, wenn wir sie als kleine Katze kriegen. Weiß nicht, ob man sich dann da eher dran gewöhnt, keine Ahnung. So, können wir hier auch noch irgendwas anbauen? Schön wäre es ja, dann wieder ein bisschen Platz in der Scheune. Machen wir zweimal Apfelkeks und zweimal davon. Ich weiß nicht, Apfelkuchen können wir auch noch mal machen. Ne, Möhrenkuchen ist es ja auch, ne? Und vielleicht kriegen wir dann ja die Äpfel noch eingesammelt. Jawohl, das ist doch sehr schön. So. Und ich weiß gar nicht, was haben wir hier? Ach, das ist hübsch. Ja, das noch nicht wirklich auf Stufe 3 möchte. Aber wir probieren es nochmal, was wir denn da so bei rumkriegen. So. Ich weiß gar nicht, was hatten wir denn hier im Stall? Die Stute oder den Hengst? Keine Ahnung. Da. Lucia. Lucia und Dream. 69.012% Chance. Und wieder knapp daneben. Ja, dann halt nicht. Ich weiß gar nicht, haben wir noch irgendwas anderes zu züchten? Ich glaube, Sternzeichen, aber es ist noch nicht ganz fertig. Ich muss mal eben einmal meine Nase. Nee, das ist noch nicht fertig. Dann schicken wir das Fohlen auf die Weide. Das war, glaube ich, Stufe 3, ne? Stufe 3? Ne, 2. Zwilling? Ich habe keine Ahnung. Jetzt müssen wir mal eben gucken hier. Halt. Der Löwe war das. Löwe Stufe 2. Dann muss ich dann nochmal gucken, ob ich irgendwo was finde, dass da jemand ein Pärchen dazu hat. Und die Minen können wir hier nochmal anschmeißen. Ich glaube, in der Gesellschaft der Reinrassigen, das ist noch nicht fertig, aber wir gucken gleich mal eben rein. Ich glaube, das habe ich gestern erst angestellt. So. Na, das will nicht. So, dann haben wir es jetzt doch sauber wieder. So, hier hat mich jemand besucht. Wir haben noch ein bisschen Geld als Stallbursche verdient. Und, okay, das war's schon. Dann gucken wir jetzt zur Gesellschaft der Reinrassigen gleich rein. Ich glaube, hier in England war, glaube ich, nichts. Ich glaube, da ist aktuell nichts am Züchten. Da ist, glaube ich, nichts. Nö. Gucken wir. Dann können wir zur Gesellschaft der Reinrassigen. Das schauen wir mal eben rein. Und ne, 16 Stunden, genau. Das dauert noch so ein bisschen. Mal eben gucken. Wir haben 69 Rote. Wir brauchen insgesamt 30, 60, 140 Rote und 110 von den Grünen. Dann fehlen uns dann noch 50. Und Blaue fehlen uns noch 14. Okay. Ja, das dauert alles noch ein bisschen. Aber wir haben auch noch 20 Tage Zeit, von daher sollte das eigentlich ganz gut passen. Wir könnten aber jetzt auch noch mal eben ein Rennen machen. Und zwar würde ich sagen, Brasilien muss ich wieder schieben, ne? 600 Meter, aber vielleicht schaffen wir das trotzdem. Wir gucken. Wen nehmen wir denn mal? Kasper Halloween hatten wir, glaube ich, noch gar nicht probiert, oder? Nein, jetzt hat sich das wieder aufgehängt. Aha, jetzt aber. So, 600 Meter müssen wir. Schauen wir mal, wie weit wir kommen. Da brauchen wir, glaube ich, nichts auszuwählen. Das sollte eigentlich auch so funktionieren. So. Ah, und dann wird hier wieder nichts eingesammelt. Ne, nach unten, nach unten. Wieso geht denn das nicht?
mein Gott. Genau aus dem Grund mache ich das nicht gerne hier auf dem PC, weil das mit dem Schieben meistens nicht so schön funktioniert. Nur verstehe ich nicht warum, denn nach oben schieben ging eben auch, nur nicht nach unten. Guck, das ist doch eigenartig, oder? Mache ich das denn irgendwie verkehrt? Ich weiß es auch nicht. Ne, geht einfach nicht. Was mache ich denn da bloß verkehrt dran? Aber die 600 Meter haben wir zumindest, dann haben wir das fertig. Ich verstehe es aber trotzdem nicht, es nervt so ein bisschen. Guck mal, nach oben geht's. Ah, guck mal. Nun ging es auch nach unten. Aber es ist natürlich, ne, ich meine, bei so ein paar Metern ist es okay. Nur wenn es dann nachher geht, dass man da 4.000, 5.000 Meter laufen muss, dann wird es etwas kritisch, weil das wirst du so nicht schaffen. Wenn es immer nicht so funktioniert. So, dann haben wir das. Ich glaube, dann gibt es auch nochmal einen blauen Stein. Jawohl. Können wir denn noch mehr blaue Steine einsammeln? Ich will gleich mal eben gucken bei den Rennen, wie viele man da tatsächlich einsammeln kann. Muss ich noch mal gucken, dass ich noch mal ein paar mehr Rennen laufe. Vielleicht kriege ich dann ja die Steine auch noch ein bisschen eher zusammen. So, wir gucken jetzt als erstes hier in Mexiko. In Mexiko könnten wir noch zwei blaue. Dann noch mal zwei, da hätten wir schon vier. 6, 8, 9, nee, den habe ich schon. Also 8, 10, 12, 16 blaue könnte ich hier noch sammeln. Das ist natürlich, ne? Komm, wir machen das Wolkenrennen noch. Ach, können wir nicht, weil es keins draußen, ne? Das ist natürlich... Ach nee, ist keins erwachsen, ne? Okay, gut. Na, dann lassen wir das. Dann machen wir das in der nächsten Folge und gucken da mal rein. Dann würde ich jetzt nämlich sagen, machen wir für heute Feierabend, nachdem ich hier die Weide noch abgesammelt habe. Und ja. Und dann probiere ich dann... nachher noch mal ein paar Rennen zu machen. So. Na, der will nicht. So, den haben wir. Und den haben wir auch. Sehr schön. Okay, ihr Lieben, vielen lieben Dank, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ich hoffe, wir hören uns auch in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dahin. Tschüss.